Es war ein absoluter Schreckmoment. Am 18. Juni 2023 erfolgte das letzte Konzert von Helene Fischer vor ihrer Sommerpause. Bis Ende August hatte die Schlagersängerin eine Pause geplant, um den Sommer mit ihren Liebsten zu genießen. Niemals hätte sie aber damit gerechnet, dass sie die Zeit benötigen würde, um sich von einem Unfall zu erholen, denn an jenem verhängnisvollen Sonntagabend kollidierte ihr Gesicht bei der Performance ihres Songs Wunden mit der Trapezstange. Das Resultat: Das Konzert musste vorzeitig abgebrochen werden. Kurze Zeit später meldete sich die Atemlos-Interpretin aber wieder bei ihren Fans auf Instagram und beteuerte, dass es ihr gut ginge und sie sich nun erholen würde. Zwei Monate sind seit dem Unfall ins Land gegangen und Helene Fischer hat die Zeit genutzt, um ihre Wunde heilen zu lassen. Dass jene aber noch deutlich zu sehen ist, wurde am vergangenen Samstag, 19.08, bewiesen, denn dann trat, wie die Promi-News TV berichtete, die Sängerin bei einem Firmen-Event auf dem Werksgelände von Küchenhersteller Nobilia, bei Gütersloh, auf. Nicht nur trug sie einen eleganten Jumpsuit mit Rosenmotiven, sondern auch eine gut 2 cm lange Narbe an der Nasenwurzel. Die Spuren ihres Unfalls sind also noch gut zu sehen, doch die 39-Jährige trägt ihre Wunde mit Stolz. Aufmerksame Fans haben bei Fischers Erscheinungsbild noch etwas Spannendes entdeckt, so trug sie an der rechten Hand einen Ehering. Bisher hatten sich der Schlagerstar und Thomas Seidel nicht zu dieser Thematik geäußert, doch spätestens jetzt scheint es klar zu sein, dass die beiden den Schritt zum Traualtar gewagt haben, wie schön. Die 10.000 Fans bei dem Firmen-Event des Küchenherstellers Nobilia konnten nicht nur einen Blick auf Helene Fischers Narbe von ihrem Horrorunfall werfen, sondern auch einige neue, spannende Informationen zu ihrer Helene Fischer schon in diesem Jahr erfahren.